Wunderschönen guten Morgen zusammen. Nein, stimmt nicht. Es ist schon Nachmittag. Ich habe heute noch nicht so kein Befehl gefilmt. Wir sind in die Stadt etwas noch essen. Dann sind wir hier zurück, eine kleine Siesta gemacht, ein bisschen reingelegt und jetzt gehen wir die Stadt anschauen. Und am Abend steht noch eine Geburtstagsparty auf dem Plan von einer Kollegin von Ihnen zuerst. Heute ist übrigens Cinco de Mayo und es ist verdammte Party überall in der ganzen Stadt. Überall voll die... ein Riesenfest einfach. Nein, stimmt nicht. Das ist so ein Gerücht, wo man sagt, dass der Cinco de Mayo, das ist so ein Feiertag. Und der wird eigentlich nur in Puebla gefeiert, weil dort das Ereignis stattgefunden hat. Fragen mich jetzt gerade nicht, was das für eins war. In Amerika wird das überall, in San Diego und so in den südlichen Staaten, glaube ich, wird das überall mega gefeiert. Da eigentlich überhaupt nicht, aber wie gesagt, nur in Puebla. Darum ist jetzt nichts Spezielles. So, wir haben jetzt uns da so ein Ding gekauft. Come si chiama esso? Prospero. Prospero. Nanci. Nanci. Nanci ist da die Frucht. Die sieht so aus. Das sind so kleine, gelbe Böllchen mit einem Kern drin. Habe ich noch nie gesehen da, aber schmeckt sehr gut. Und das ist mit Eis drin. Und das ist einfach Eis und die Frucht. Und dann kann man das trinken und essen. Sehr gut. Ah, yo hice lo mismo que copias. También me hizo así, como que no me daba cuenta. Hello. Ah, digo hola. Es que estamos en México. ¿Cómo se dice hola en Romanche? ¿En Romanche? Hey. No sé. ¿En suizo alemán? ¿En suizo alemán cómo se dice? Hoy. 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 Como hoy. Como hoy. Sí. Hoy. 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 Jetzt müssen wir mal schauen, sogar die Deutschen sind da. So, wir sind jetzt hier wieder zurück in der Wohnung. Wir haben jetzt eine kleine Stadtführung gemacht. Wie ich erwartet habe, es ist jetzt nicht wunderschön. Es ist jetzt nicht wirklich etwas, das man unbedingt anschauen muss. Aber irgendwie, immer wenn ich in so Städten bin, gefällt es mir einfach mega gut, weil die Leute einfach sensationell cool sind. Die zwei sind wirklich mega cool drauf. Ich fühle mich da mega wohl bei denen. So, wir sind jetzt hier also bei der Marielle zu Hause, das Geburtstagskind. Hi everyone! Sie ist heute, nein, sie ist letzte Woche, glaube ich, 29 geworden, aber sie feiert heute. Komm, es verstehe mich wegen der Musik, ist ein bisschen laut. Die Unze ist auch wieder da. Das ist auch eine gute Geschichte. Sie werden aber alle auf YouTube kommen. Als ich hier angekommen bin, haben sie mich gefragt, so, ja, was ich mache und so, bla bla bla. Und dann hat der Gau gesagt, ich sei YouTuber. Und dann hat Marta gerade als erstes gefragt, so, oh, bist du bekannt und so? Und ich so, ja, 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 ich bin mega bekannt. x-tausend Followers und so. Und nachher hat sie gesagt, ah, oh, mega cool. Und so, nein, ist ein witziges Ahnung. Okay. Du wirst gerade mega uninteressant, wenn die Leute merken, dass du nicht so viele Follower hast. Eigentlich eine gute Masche, weil ich sollte noch ein bisschen mehr Followers aufbauen. Also, folge mir, damit ich nachher mehr Chance habe bei den Frauen. Ich mache noch ein Video von einer, der auch ganz unbedingt auf YouTube kommt. Du kannst dir algo a YouTube? Saludos a todos. ¿Es todo? Sí. Estamos pensando chido. Tú me dices si lo quieres salvar o si lo quieres todo en silencio, porque si los hombres lobos saben quién es la bruja. So, wir spielen jetzt ein Spiel. Das ist so ein Sherlock Holmes, wie so jede Person. Und ich bin die Person. El pueblo
Hoffentlich hat es niemand anders gesehen. Ich bin Tex. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und ich muss jetzt sie fragen, ob sie mich ein bisschen unterstützen kann, weil sonst versaue ich das ganze Spiel. Danke! Das ist jetzt ein Spiel, wo man ein Kärtchen bekommt und darauf steht ein Tier. Und man muss nachher ein Geräusch machen oder was auch immer, oder irgendwie sich bewegen dazu. So. Was auch immer für ein Tier das man ist. Okay, das war jetzt kein Tier, aber ist egal. Und dann muss man seinen Partner finden, der das gleiche Tier ist, und nachher muss man über die Linie rennen. So, jetzt sind wir hier also irgendwo. Wir haben jetzt hier gerade gegessen. Und wir suchen jetzt einen Ort. Jetzt kommt mich gerade crashen. Geh? Gehst du hier rein? No. No? No. Por qué no? Soy bien. Ist er bien? Soy. No, porque huide un bar. Okay, okay. Jetzt geht's los. Jetzt können wir hören. Also, es geht wirklich lang jetzt. Quería ir a un baño, me metí a un bar que ya estaba cerrado, me brinqué la. ¿Barra? ¡La barra! Y llegué aquí con ustedes. Das war jetzt relativ kurz. Also, sie hat sich jetzt mega kurz gehabt. Ja, guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt hier wieder unterwegs. Und zwar gehen wir etwas essen. Da mit dem Guau und mit dem Moi. Hoi! 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 Hoi a todos! Hoi! Hoi! Hallo! Hallo! Und ja, nachher gehe ich schon wieder weiter auf zu der Busstation und dann geht es in die nächste Stadt. Und ja, jetzt möchte ich noch irgendwo ein Classico schauen. Mal schauen, ob sie es irgendwo zeigen. Mal schauen, aber zuerst etwas Futter. So, jetzt gibt es etwas zu futtern. Ich habe hier Torta und sie haben Tacos. He? Tacos, Tacos Dorados. Tacos Dorados. Provecho. 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 So, ich habe davor einen Bar gefunden, wo ich auch den Match schauen konnte. Und jetzt geht es weiter. Da fahren sie alle 20 Minuten fahren sie Bus. So kleine Vans, setzen einmal sein. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich das finde. Und dann geht es weiter. Ich glaube nicht allzu weit, die Strecke, die ich jetzt fahren muss. Das sind etwa 2 Stunden oder so, vielleicht 3. So. Mal schauen. So, das war jetzt gerade mein Bus, der fortgefahren ist. Ich bin angekommen in Sayulita. Das ist ein kleines Dörfchen an der Pazifikküste, wieder am Meer. Ich muss jetzt hier noch etwa eine halbe Stunde runterlaufen. Ich habe mir hier wieder mal ein Hostel. Ja, das kann ich jetzt abchecken. So, ich bin jetzt also angekommen in Sayulita. Ich hoffe, ihr seht mich. Ein bisschen wenig Licht da, es ist schon ein bisschen spät. Und es ist ein cooles Hostel. Das zeige ich euch dann nachher noch ein bisschen, oder zu einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen neuer. Und jetzt laufe ich da so ein bisschen durch die Strössli von Sayulita. Und das ist recht cool. Schaut euch das mal an. So ein bisschen, es wird auch beschrieben so ein bisschen als Hippie-Dorf. Es war ein bisschen chillig, so ruhig und so. Und das ist es eigentlich auch, außer jetzt das Auto. Und es ist aber ein cooler Vibe da. Jetzt bin ich gerade am Meer angekommen, am Beach. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich bin fast ein bisschen spät dran, aber es sieht immer noch richtig geil aus. Ja,
Ja, guten Morgen zusammen. Meine Kameralinse ist dreckig. So, schon viel besser. Ich habe heute Morgen ein bisschen gescheffert. Ich bin Was habe ich heute schon was gemacht? Ich gehe schwimmen im Pool da, wir haben einen Pool da, im Hostel. Und jetzt bin ich fertig mit Arbeiten und ich gehe jetzt surfen, vermutlich. Ich weiss noch nicht so genau, ob das klappt, ob ich so spontan irgendwo etwas mieten kann. Aber ich gehe jetzt mal schauen, ob ich das irgendwo hinbringe, weil das ist ein Surfspot da, Sayulita. Und das ist übrigens noch mein Hostel. Ich penne da. So, das Surfen ist vorbei. Es war recht schwierig, weil es heute fast keine Wellen hatte. Aber nichtsdestotrotz hat es Spass gemacht. Ich bin nachher noch schnell ein bisschen ins Pool hineingehüpft, wo ich zurückgekommen bin vom Surfen. Ich habe meine Sandalen, also meine Flipflops, am Strand gelassen. Als ich zurückgekommen bin, ich bin zuerst ins Wasser gegangen. 5 Minuten später bin ich rausgekommen, um den Ort zu wechseln. Und ich hatte nur noch einen Flipflop da, aber einen anderen. Also ich hatte 2 Flipflops, aber nur einen, der mir war und der andere war irgendwie von jemand anders. Keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich schnell schauen, ob ich noch irgendwie neue Flipflops bekomme, weil mit diesem kann ich kaum rumlaufen, weil der ist so abgefuckt. Vermutlich hat der eine den nicht mehr wollen und hat einfach einen neuen gebraucht und den habe ich genommen. Scheiße gelaufen, ja noch, kann passieren. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da neue finde. So, es hat neue Flipflops gegeben. 280 Pesos haben die gekostet. Nicht ganz so teuer, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe. So, guten Abend zusammen. Eric und ich sind jetzt hier ein Bierli trinken am Strand. Cheers. Der Gatte. Und ja, die Aussicht ist nicht schlecht. Wir sind noch ein bisschen früh dran für einen Sonnenuntergang, aber es ist ja wirklich schön auch so. Er geht nachher noch ein bisschen surfen, hat er gemeint. So ein bisschen Sonnenuntergangs-Session wird er noch weg. Ja, hallo liebe Leute! Schön habt ihr eingeschaltet! Bis nächstes Mal!